Und da haben wir schon meinen Kommentatorenkollegen für jetzt. Erzähl uns ein bisschen was. Du bist ja beim KSC, mein Lieber. Ja, genau. Ich spiele seit 2019 beim KSC. Haben eine gute Jugendarbeit. Wir haben Paradata dabei, unter anderem die Svenja, die jetzt gerade auf dem Finalbühne spielt. Ja. Ja. Vielleicht bist du mehr wissend, ich als Österreicher bin da dumm unwissend. Sportverband. Finde ich erstens, also für mich als Verbandsmitglied in Österreich, finde ich extrem, extrem hart. Also für mich ist Wahnsinn. Vor allem, sie sind ja nicht unerfolgreich. Nee, im Gegenteil. Die ist halt seit kurzem, glaube ich, so was ich so mitkriege, richtig aktiv und erfolgreich auch. Spielen alle einen guten Dart. Von der Svenja, der Bruder, der Simon, der spielt auch, auf der Bühne, genau, ja. Der spielt auch richtig guten Dart. Spielen, glaube ich, aktuell beide für die Nationalmannschaft. Für die Paradata sind, glaube ich, für Zypern. Zypern ist jetzt, ja, Zypern EM. Ist das, glaube ich, genau, EM. Und ich finde das eine gute Aktion. Ist halt schade, dass gerade in so Situationen oder in so einer Zeit so Leute, die ein Handicap haben, nicht unterstützt werden, finanziell halt leider. Vor allem, ich sehe das ganz hart, weil so Menschen mit besonderen Bedürfnissen, und wir müssen trotzdem mal drüber reden, das ist ja nicht, die sitzen sich einfach in den Flieger und fliegen darüber, sondern die brauchen ja auch, da sind Betreuer dabei, die Rollis müssen irgendwie in die Flieger kommen, da muss ein Caddy angemietet werden, dass man die rumfahren kann. Und so weiter. Also dieser Mehraufwand, der da ja entsteht, auf der kostet Geld. Auf jeden Fall, das ganze Paket halt für die Paradata ist jetzt nicht so einer, nur weil man jetzt vielleicht ein Herzproblem hat oder so Kleinigkeiten, was man äußerlich halt nicht sieht, aber es gibt gewisse, viele Leute, die halt ein Handicap haben, richtiges, ein Rollstuhlfahrer oder nur ein Arm oder ein Bein, was man jetzt, kann man zig Sachen aufzählen, das gehört halt ein ganzes Paket dazu und da braucht man halt viel Unterstützung, viele helfende Hände, die halt mit anwesend sein müssen, um die Leute zu unterstützen, physisch, mental, alles körperlich. Mögliche, körperlich dabei und sein, alles andere regeln müssen, weil es einfach... Man darf ja nicht vergessen, dass die Diskriminierung auch noch hoch ist. Und das man kommt natürlich, genau. Man ist wahrscheinlich als Trainer, Teamkapitän etc., ist man Bezugsperson. Du musst, glaube ich, auch ein breites Kreuz haben für alle anderen, die... gewisse Leute sind halt angreiflich, ne? Und gerade so, die mit der Psyche ein Problem haben, die null Selbstbewusstsein haben, wo die... auf andere angewiesen sind, dass sie von der Psyche her die unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem halt in der Dart-Szene bei Paradata, glaube ich. Wir haben, ich muss auf eine Aktion, muss ich hinweisen, wenn wir gerade da sind. Ihr Lieben, wir haben auf Lupo 180 und The Stubborn 180 ist ein Beitrag. Wir haben ein wunderschönes Shirt, also ein wunderschönes extra für dieses Turnier designtes Shirt. Mit super Unterschriften, wie von dir zum Beispiel, Carsten, Jermaine hat unterschrieben, also eigentlich alles, was so da ist. Und darauf kann gesteigert werden und das geht zu 100% an die Paradatas. Und wenn ich das noch durchkriege und mich am Montag noch mit meinem Bankbetreuer treffe, der verdoppelt das noch für die Paradatas. Und ich finde das eine super Aktion. Wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann teilt es zumindest. Derzeit, glaube ich, liegt es bei 2,60 oder so. Und das war sogar, bevor überhaupt Unterschriften drauf waren. Also ist halt leider schade, dass es nur halt so ein kleiner Betrag sind. Sind gewisse Sponsoren, die bestimmt auch noch was zulegen. Ich denke mir einfach nur, das ist halt die Zukunft. Ja. Und auch, man sollte halt für die Leute, die im Fernsehen auftreten, die mal nicht im Fernsehen auftreten, die schon jahrelang Dart spielen und gerade so Aktionen, so wie hier in Gevelsberg, so eine super Turnierlocation auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist das 1-0. Ja, 1-0 gegen Svenja. Aber die hat tatsächlich eine wunderschöne Wurfbewegung. Auf jeden Ganz Fall. Sauber. Macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken.
sie wollte ja unbedingt irgendwann mal ein Spiel mit mir machen, gegen mich zu spielen, um zu sehen, wo sie steht mit ihrem Leistungspensum. Ja, dann war heute Morgen um 11 Uhr kurz das Spiel, wo sie mich gestern drum gebeten hat. Ja, und habe verloren? 3-0 gewonnen. Ah, okay, ich dachte, das verloren. Aber nein, ich finde es dann trotzdem wichtig, dass man da nichts herschenkt. Weil wenn jemand wissen will, wo er steht, dann muss ich... Dann genau, und ich sehe auch einfach, wenn einer so viel Ehrgeiz hat, dann spielt man auch von vornherein so, wie man immer spielt. Ob jetzt ein schönes Spiel war. Da kommt übrigens der Bruder. Ja, der Simon, genau. Wenn wir Ligaspiele haben in Karlsruhe, der ist auch immer da, wenn die Ligaspiele haben. Und ich glaube, das ist auch viel wert, wenn der eine für den anderen da ist. Auf jeden Fall. Ja, und du hast eine Vertrauensperson in deiner Nähe. Und wenn man es einfach nur... Beide sind Paradat. Das ja. heißt, beide kennen, genau. das, kennen das Ganze. Und ich finde es super, was ihr beim KSC macht. Also nicht nur die Paradats-Geschichte, sondern ich habe vorher auch schon mit Florian geredet. Generell das Ganze rundherum ist eine super Geschichte und ich hoffe, dass das die Zukunft ist. Es ist halt ein großes Unternehmen halt, ne? KSC halt, ne? Genau. Der Eide meint, ja, wird alles nur gekauft. Ja, ich kann euch alle beruhigen. Da wird kaum einer bezahlt, verspreche ich euch. Aber es ist halt der Neid der anderen halt und man sieht halt... Nein, das liegt leider hier an dem PC und an der Technik, die wir haben. Ich hoffe, wir können das irgendwie, aber wir können es leider nicht mal fixen. Ist leider so, aber ja, leider. Ja, Technik halt, ne? Technik, ja. Nein, aber es gibt immer so die Neider in der Dart-Szene, die denken hier, das und das, der ist käuflich. Klar, gibt es bestimmt in der Dart-Szene, die finanziell unterstützt werden, um Gottes Willen. Ich bin der Meinung. Aber das braucht man, glaube ich. Wenn man gut ist, dann sollte man finanziell Unterstützung haben. Weil alleine jetzt, ich rechne jetzt von mir, ja? Was alleine das Rauffahren jetzt gekostet hat. Und ich wohne am Arsch der Welt. Für euch wohne ich am Arsch der Welt als Österreicher. Wenn ich auf so ein Turnier fahre. Und das Ding ist, wir haben nicht viele Stildart-Turniere. Das heißt, ich muss zu euch hierher kommen, um Stildart mal gegen Gegner zu spielen, wo ich auch mal beißen muss. Und zu messen kann, wo du stehst. Wo stehe ich. Ja. Und es ist so witzig, weil wenn ich daheim so spiele, dann ist oder daheim bei Turnieren spiele ich viel höher. Und hier habe ich auf einmal Druck, weil... Hier ist halt durch mein Instagram-Blödsinn und durch Sarah kennen mich zwei Leute. Und dann ist natürlich immer gleich, wenn der Scheiße spielt, dann kommt gleich. Was macht denn der? Der Neid. Das ist halt der Neid. Aber es gibt halt leider wenige, die sich echt den Arsch aufreißen, sage ich jetzt einmal hier mal im Stream. Ne? Aber kannst du ruhig für Karl-Wörter sagen, einfach, ich mach's die ganze Zeit. Die einfach auch mal den Mut nehmen, einfach auch mal weiterzufahren, um. Aus dem, was man gelernt hat, trainiert hat, einfach mal sein Fazit zu ziehen und zu sehen, okay, wo stehe ich nicht. Na? Und da gibt halt wenige, die es halt nicht trauen können, finanziell nicht leisten können. Na? Weißt du, was mir an Dart so schön gefällt? Wenn mich einer fragt, oder oft, vor allem in der Arbeit, fragen die mich immer, Dart, ist das nicht das Kneipending? Und ich erkläre denen immer, Dart ist ein super Sport, weil wo gibt es, also nenn mir einen Sport, wo ich am Vormittag mit meiner Mama trainieren kann, als junger Mann, am Abend spiele ich ein Turnier gegen sie und danach spiele ich noch eine Ligapartie mit ihr gemeinsam und morgen spiele ich dann gegen Opa und Oma, wenn mir langweilig ist und mein kleiner mein Taufkind kann ich auch noch spielen, klein. Also für groß, klein und jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Das ist halt immer noch dasselbe Schema wie vor 20 Jahren. Dart spielen, Kneipensport, Rauchen, Alkohol. Klar, ist das... Also wir würden lügen, wenn wir sagen, wir tun es nicht. Aber das tun Fußballer auch. Das tun genauso. Ah, schade, Svenja. Profis sind aber nicht. Aber Svenja hatte gerade 2 Darts auf Tops verpasst. Steht immer noch 1-0 gegen Svenja. Da ist der Chip. Okay, liegt jetzt 2-0 gegen Svenja. Und Svenja hat Aufschlag. Ja, aber das ist halt so, das kriegt man halt nicht raus aus den gewissen Leuten, also aus Köpfen von den Leuten, weil jeder denkt immer, ja klar, Alkohol ist immer ein Spiel, das ist auch bei den Profis, auch wenn man es vor der Bühne, vor dem Fernseher nicht sieht, aber die machen es trotzdem. Ich bin ziemlich aktiv im Fußball und ich kenne viele Profis im Fußballbereich, vor allem Österreich-Bundesliga, und ich schwöre dir es, die saufen und rauchen mehr als wir Dartspieler.
Also ja, es ist, aber sie sind Menschen. Also, weißt du, sie sind Menschen und ich verstehe das. Menschen, jeder, was er will. Genau, und ich denke mir einfach mal, wenn man ehrlich ist. Ja, da kommt und, die nächste 100. Ja, und wenn man ehrlich ist, machen das eigentlich alle Dartspieler. Die haben natürlich ihr Bedürfnis. Sie trinken sich ein, zwei. Aber ich habe noch nie einen Dartspieler gesehen, hier auf der Tour oder wo auch immer bei der PDC, die ausfallen werden. Es werden nur Leute ausfallen, wenn sie echt schlecht spielen oder die was zu verlieren haben. Oder weil die grundsätzlich... Grundsätzlich allgemein so sind, ja, die genau. So eingestellt sind, die einfach nur provozieren. Und es gibt natürlich Leute auf der Tour, im DDV, bei der PDC. Ich hatte bei der Radikal-WM einen netten, ich nenne jetzt absichtlich keinen Namen, aber ist ein Österreicher tatsächlich. Ich glaube, wen du meinst. Bitte? Ich kann mir schon denken, wen du meinst. Der hat sich, der ist Linkshänder und ich bin Rechtshänder. Und der hat sich beim Aufwärmen Brust an Brust zu mir gestellt und hat mit mir eingeworfen. Und ich bin zu ihm hin, also und ich habe dann zu ihm gesagt, sagte, wenn du küssen willst, dann sag das, dann suche ich dir jemanden. Ich mag's nicht, ich habe eine Freundin zu Hause. Und dann hat er die ganze Zeit, und er hat, also wie soll ich sagen, wenn der redet, der hat so einen gewissen Ausfluss. Und dann hat der ganze Zeit geredet, habe ich angespuckt dabei. Jetzt, das war noch vor Corona, in Corona-Zeiten hätte ich, wäre ich ausgerastet. Aber weißt du, aber solche Leute gibt es halt. Der ist aber auch für das bekannt. Ja, das ist, ja, aber das sind die Leute, die aber das liegt anders, ja nicht am Dartsport. Anders Aufmerksamkeit suchen, die es sportlich nicht schaffen, die es halt anders versuchen. Und da kommen die nächsten 100. Sich selber da sein. Genau. Man muss wissen, was man möchte. Und das Beste, was ich einem nur empfehlen kann, ist, jeder kann trainieren, aber man sollte echt Turniere besuchen, egal auf welcher Ebene, egal wie gut man ist, aber man sollte sich immer mit den Besten messen, weil von den Besten kann man nur lernen. Also das und ich denke immer an eine Niederlage lerne ich auch. Also es ist genau, jede Niederlage ist ein Sieg. Oh, da kommt Koch hat einen kleinen Bauch. Ja, manche Leute muss man einfach nie wahrnehmen. Und das ist das Prinzip wieder. Darf ich vorstellen, Scorpion Darts. Ja. Wenn ihr die unter Marcel auf Instagram. Ja, nicht folgen. Ich würde ihn nicht mehr abonnieren. Ja. Wo er immer Schniedelfotos her zeigt. Ja, ist egal. Ja. Nein, gönn. Oh ja, da ist das 2-1. Sehr schön, Sven, ja. Ja, echt spannendes Spiel hier auf der Bühne. Vom Score her jetzt nicht so, also aber wichtig. Ich finde solche Spiele manchmal viel spannender. Ja, man bei sieht mal andere Leute, man sieht halt andere Leute nicht da oben auf der Bühne spielen, die nicht 20, 25, 30 Jahre da spielen. Das haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir wirklich aus auch jeder Gruppe die Leute holen. Ja. Weil wann hast du die Möglichkeit, dass du dir ein Video danach angucken kannst? Richtig, und für die Leute, die da oben spielen, ist immer eine Erfahrung. Mal auf eine Bühne zu spielen, wo andere zugucken, die Kamera läuft, man interviewt, man hört die Kommentare, wo es man eigentlich nicht richtig ist, dass man die Leute, die kommentieren, hören sollte, weil man sollte sich auf das Spiel konzentrieren. Ne? Ja. Nicht hören. Ich sagte, du hörst es aber oben gar nicht. Ich habe es auch nicht gehört, wie ich gespielt habe. Nee, du hörst es nicht. Ich habe vorgespielt. Mich irritiert das eh nicht, weil wenn ich da oben spiele, spiele ich mein Spiel. Klar, mittendrin hört man vielleicht mal Stimmen, die man nicht hören möchte, aber dann sollte man das schnell aus dem Fokus nehmen und wieder sich auf sein Spiel konzentrieren. Was da immer Thema ist, ich habe vorher zum Beispiel mit dem Video jetzt gesehen, ich habe vorher gegen Dings gespielt, gegen euch, wird hier massiert, ist das schön. Der war der vollste gestern. Also das ist eine ganz normale Massage, ne? Also nicht das, was ihr hier im Chat irgendwas denkt, ja bitte. Ist eine Sportveranstaltung und nichts anderes. Ja, ich würde das empfehlen. Und Österreich ist nur zum Saufen da. Genau. Österreich ist nur zum Saufen da. Nein, es gibt auch welche, die können da spielen. Ich bin's nicht. Zumindest das habe ich nicht gesagt. Nein, zumindest heute nicht. Ich habe vorher gegen Wesley, aber da ist das Board nur 3 Zentimeter weiter oben gegangen. Als Single. Hab ich gemerkt. Ja. Das haben die alle gesagt. Ja. Nee, die haben alle gesagt, das Board auf der Bühne, das ist so. Weißt du, was war? Es war nicht eingerastet. Weißt du, was das war? Ich habe gesagt, pass auf, die haben bestimmt vom Okay aus gemessen und nicht vom richtigen Maß. Ja, wir haben ja auch hingegangen. Das waren die 3 Zentimeter. Ja. Aber dann sind wir hergegangen, eingerastet und dann geht's. Der Franz Rötsch kam an und ich glaube noch der, wer war das noch? Ich glaube der Kevin Constantini, die kamen an und sagten hier, das Board, das stimmt immer mit dem Sport nicht. Da war das irgendwo.
Außer es ist schon wieder auf Wanderkurs. Stift habe ich hier, schau mal. Ah, Svenja spielt richtig gut, die hat 145. Rest spielt echt. Spielt die letzten drei Darts 140. 160. Der, also sie spielt einen guten Dart. Nicht Paul, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie man was nennen mag. Ich glaube, der Paul ist der Vorname, der Rest ist der Nachname. Ja, Licht, glaube ich, ist ja. Aber er spielt auch einen 97er für 115 Rest. Und Svenja trifft die Triple 19. Hat 88 Rest. Ja. Hilft die 1, hat 87 Rest. Oh, eine 4 nochmal hinterher. Also ist 61 geworfen. Ist ein lustiger Weg eigentlich. Die ist auf die 19 gegangen. 84 fällt, ne? Ja. Ja, eigentlich schon. Also ich verstehe auch nicht, wenn sie den ersten Triple 19 hat, okay. Ja, vielleicht war das Feeling da. Ich habe das auch manchmal, wenn der Dart schön steckt. Ja, das Gefühl, und ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, ich kann drauflegen, Licht drauf. Svenja hat 64 Rest, Doppel, komm. Oh, schade. Nein. Und Spoil. Jetzt und trifft halt drauf. Ich glaube, die... Oh, schade. Aber schön gestellt, 34 Rest. Magst du 34? Nee, aber Doppel ist Doppel halt, ne? Doppel ist okay. Wenn man halt nochmal drankommt, also kommt immer drauf an, ob der Gegner auf dem Doppel ist oder nicht auf dem Doppel ist, dann kann man immer noch umstellen, aber in so einer Situation, sie liegt 2-1 zurück und sie muss halt die Chance nutzen, entweder... Ja, kriegt auf jeden Fall ein Dart jetzt das Doppel. 32, das hat er, glaube ich. Ja. 16, 40, ja. 24, ja. Ah, so, jetzt muss Svenja, also, kommen. An Svenja hol dir das. Sollte sie draufgehen, weil... ich würde draufgehen, weil ich weiß, ich muss das Leck machen, um neu ins Spiel zu kommen. Weil mit drei Darts eigentlich, wenn ich würde ihn hoch anspielen, weil wenn ich die 17 treffe, kriege ich noch einen Dart. Ich würde eher unten runter spielen. Und jetzt drauflegen, also würde ich machen. Und jetzt würde ich mich da links stellen, aber der steht schon doof. Ja, oh ja, da ist er. Der ist drin. Ah nee, der ist nicht drin, ganz knapp. Ganz knapp. Oh mein Gott, den habe ich echt drin gesehen. Hat von uns hier ausgesucht. Wo ist 16? Ah Mensch, jetzt hat er. Wo der ist weit runter, der steckt doof. Ja, da ist er. Oh, und da ist das Match für Paul. Aber Svenja hat brav gespielt. Sehr schön gespielt, ja, auf jeden Fall. Hat ihre Darts gehabt, ne? Hat auch zum 1-0, glaube ich, die Darts gehabt. Verpasst, er macht aus. Und dann rennt sie halt ihren Aufschlag hinterher. Ist halt immer, wenn du schnell gebreakt wirst, dann laufst du halt irgendwann. Und die Distanz ist, halt, ist nicht so lang. Man ist halt mit den Gedanken halt dann, ne? Man denkt, oh, ich muss. Ja, ist halt ein bisschen schade für Svenja. Glückwunsch für den Paul. Glückwunsch auf jeden Fall an Paul. Auf jeden Fall, war ein ja. cooles Match zum Zugucken. Auf jeden Fall, ja. Auch die Unterhaltung mit dir war sehr angenehm, danke. Ich sag danke, Carsten. Danke Gerne. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir ganz viel Glück. Ruhe dich jetzt noch ein bisschen aus, damit ich nachher dich auf die Bühne holen kann, spätestens mal Halbfinale. Gerne. Weil, wieder mein Job. Ich habe es gestern zu gut gemacht, hat Lukas gesagt. Achso, deswegen darfst du heute hier sitzen und ich darf spielen, Nee, ich muss auf die Bühne dann holen, ich muss Master of Ceremony machen. Dann, ich hatte eigentlich keinen Bock, weil Stimme ist noch nicht so. Ist nicht schlimm, aber ich gebe mein Bestes, dass du mich callen darfst, ja? Bitte gerne. Nur für dich. Ja, nur für mich. Hey Carsten, danke dir. Hey, bis zum Abend. Danke dir. Gerne. Und schön. Hätte dir ja nur gefallen, du hättest ein Schneider Video gemacht. Schneider spielt auch schon 20 Jahre Dart, aber ist halt nur Zieldartspieler. Kannst du mal rausfinden, was Svenja für Dart spielt? Magst du die Svenja mal fragen? Ob sie interviewen wollen? Nee, was die für Dart spielt. Kann ich nicht fragen, aber ich kann sie dir zu dir holen, dann kannst du auch dich interviewen. Komm doch her zu mir. Alles klar. Mal kurz her. Währenddessen gucken wir mal, was wir uns anschauen. Aha? Hast schon wieder, doch immer wieder. Bitte? Ich habe jetzt kurz die Svenja da. Magst du kurz die Svenja holen? Svenja, magst du zu mir kommen? Schau mal. Bitteschön. Das ist Svenja, du hast ja jetzt da oben gerade gespielt. Und ja, du hast, genau. Der Carsten und ich haben entschieden, du hast wirklich gut gespielt. Ja, danke schön. Schöne Wurfbewegung. Ja, schade, dass es am Schluss nicht gereicht hat. Ja. Tut mir leid. Ja, aber ist halt so, ist Start. Ne? Wir haben tatsächlich eine Frage von der Pummelhummel. Übrigens cooler Name. Was spielst du für Darts? Die wollten unbedingt deine Darts wissen. Magst du die mal rausholen? Das sind Winmount, Joe Cullen, die Special Edition. Joe Cullen, die Special Edition, ja. Schau mal, aber man sieht es vielleicht, genau. Ja, Licht ist doof. Erzähl mal, wie war das Feeling auf der Bühne? Also ich muss sagen, ich war vorher extra schon mal oben, um mich einfach warm zu spielen. Ja, ziemlich lange sogar, weil ich so lange mit Phil geredet habe. Ja, genau, aber einfach, um ein Gefühl zu kriegen. Ich muss sagen, da lief es eigentlich ganz gut. Ich hatte auch ein ganz gutes Gefühl, aber wenn dann doch das Spiel anfängt, dann hat man doch wieder ein anderes Gefühl. Ein bisschen Nervosität war jetzt schon. Ich konnte es relativ gut überspielen, aber trotzdem,
ja, zwischendurch ist es schon ein bisschen rausgekommen. Du bist eine der Paradatas. Genau. 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 Bist du schon bereit für Zypern? Ja, schon, aber ich trainiere trotzdem noch. Du trainierst, ja, ich habe schon gehört. Carsten hat gesagt, bist du ehrgeizig? Ja, genau. Freut mich. Genau, sehr. Nee, ist wirklich toll. Und ich finde das, was ihr da macht, wirklich toll. Ja, wir in Österreich genau. haben sowas nicht. Ich bin ja Österreicher. Ja. Und ich finde es wirklich toll, was ihr da macht. Ich weiß nicht, hast du das Shirt denn schon gesehen, was wir für euch verlosen? Ja, das habe ich gesehen. Super. Genau. Magst du das mal holen? Ich hätte gerne eine Unterschrift von dir drauf. Ich hoffe, der Dings war so nett und hat den Stift mitgenommen. Liegt denn der Stift hier wieder? Moment. Malik, siehst du den Lupo irgendwo? Oder der Edding? Ah, da ist er. Ja, da ist der Edding. Pass auf, wir machen das jetzt einfach ganz frech und live. Ich lege mal kurz das Mikrofon weg. Svenja, ja. Dann wünsche ich dir alles Gute in Zypern. Ja, danke schön, danke schön. Ja, und dir noch einen schönen Toll. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und danke und gutes Spiel. Danke schön. Ciao. Ciao. So, wir machen eine kurze Pause.